engagierte und gut ausgebildete Nachwuchskräfte sind die Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Wohlstand. Das in Österreich bei der Berufsausbildung angewandte duale Ausbildungssystem gilt in puncto Qualität europaweit als beispielgebend. So räumen unsere Lehrlinge bei internationalen Wettbewerben regelmäßig Medaillen ab. Die duale Ausbildung mit sehr viel Praxis in den Lehrbetrieben und auch der Theorie in der Berufsschule ist einfach optimal. Der wichtigste Bestandteil des dualen Ausbildungssystems sind die Ausbilderinnen und Ausbilder, die mit großem Einsatz den jungen Lehrlingen ihren neuen Beruf beibringen. Eine erfolgreiche Lehre und positiver Abschluss ist eine beste Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben. Und gerade dabei ist es wichtig, dass die Ausbilder eine entscheidende Rolle spielen, nämlich hinsichtlich der intensiven Begleitung und kompetenten Begleitung dieser jungen Menschen in Sachen Fachkompetenz und in der Begleitung beim Lernen während der Berufsschule. Um dieses große Engagement zu würdigen, hat die Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien den Wettbewerb Ausbilder des Jahres ins Leben gerufen. Nominiert und gewählt wurden die Sieger von der härtesten Jury überhaupt, den Lehrlingen selbst. Wir sind mittlerweile im sechsten Jahr, haben mit einer ganz kleinen Zahl an Nominierungen begonnen, sind mittlerweile heuer bei 571. Den ersten Platz belegte dieses Jahr Salem Dalilic von der Van Lindhout GmbH mit Co. Handels GmbH. Zweiter wurde Michael Stangl von Naturart Meidling und den dritten Platz belegte der Malermeister Gerhard Simon. Die Ausbilder sind im beruflichen Leben die wichtigsten Bezugspersonen der Lehrlinge. Ein Job, der viel Freude macht, aber auch viel Einsatz erfordert. Es erfordert sehr großen Einsatz von meiner Person aus, weil mir der Lernfortschritt der Lehrlinge sehr am Herzen liegt. Aber nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern auch auf persönlicher Ebene sind viele Ausbilder mit vollem Einsatz für ihre Lehrlinge dabei. Es ist immer fantastisch zu sehen, wenn man dann mit diesen Ausbildungsbetrieben auch Kontakt aufnimmt, dass abseits von dem, wofür sie gesetzlich verpflichtet sind, bei einer Lehrlingsausbildung, nämlich das Berufsbild zu erfüllen, wie viel rundherum eigentlich für die Jugendlichen getan wird. Wir sind sehr familiär. Wir versuchen, auf die Lehrlinge einzugehen, weil ja das teilweise auch bei Jugendlichen sehr schwierig ist. Und über die Zeit, dass wir die drüber bringen, bis zur Prüfung. Auch wenn die Arbeit mit Lehrlingen viel Verantwortung mit sich bringt, ist diese natürlich auch sehr erfüllend. Es motiviert mich, weil die Buben wirklich zum größten Teil Interesse haben, etwas zu lernen. Und wenn man das weitergeben kann, was man selber kann, macht es natürlich sehr viel Spaß dran. Diese Motivation ist wichtig, um das Ziel der Ausbilder zu erreichen, und zwar den Jugendlichen dabei zu helfen, die kompetenten und selbstbewussten Fachkräfte von morgen zu werden.